Heute steht mal wieder ein Autoloader im Fokus und damit herzlich willkommen. Der AMX 1500 ist am Start. Hartes Lakeville, 9er, 8er, 7er Gefecht, wobei der Gegner sogar ein 8er mehr hat, aber das sollte eigentlich keinen Abbruch tun. Den Panzer selber habe ich schon lange nicht mehr gezeigt, glaube ich, weil ich denke, der ist auch gar nicht so beliebt unter vielen. Autoloader ist zwar immer ganz geil, aber das Problem ist halt, dass er für einen Autoloader schon eine sehr lange Nachladezeit hat. Man kann es jetzt mal ganz gut kurz mal abwarten. Die Runde startet bekanntermaßen bei 15 Minuten. Leider ist das Fadenkreuz in der Replay-Funktion immer bug, deswegen sieht man nicht die genaue Nachladezeit. Aber wir sehen, es sind schon 40 Sekunden rum und immer noch keine Granaten im Magazin. Jetzt hat er sie erst bei knapp 50 Sekunden Reload. Also das ist natürlich schon viel für dann zwar einige Schüsse, aber wer weiß, vielleicht ein kleineres Magazin dafür, schnelleren Reload, ist immer ein bisschen schwierig. Jetzt hat er auf jeden Fall genug Schuss, um da Schandtaten zu machen. 263 Durchschlag und 232 normal. Ansonsten HE hat er einfach mal gar nicht dabei, denkt er sich, brauche ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Na, der ging knapp an ihm vorbei, also offen dürfte er eigentlich nicht sein, zumindest wenn er 6. Singen drin hat. Das ist wahrscheinlich einfach nur ein verirrter Schuss gewesen. Und jetzt da den Ruh. Und jetzt kann er natürlich hier das ganze Magazin. Ah, schade, dass er. Ja, das war mal richtig doof vom Ruh. Da nochmal zu gucken, ob der Weg. Steht da der 1500 wohl immer noch? Ich guck nochmal nach. Also, selten dämlich, aber für ihn natürlich ideal, dass er sein ganzes Magazin so sinnvoll auf den Ruh entladen konnte. Somit hat er schon den ersten Kill gemacht und 1200 Damage. Aber wie gesagt, was der Ruh sich da dachte, ob er dann nochmal gucken will, keine Ahnung. So, jetzt hat er hier erstmal genug. So sieht es zumindest aus. Ah, jetzt kriegt er von vorne da einen Abpraller. Den Macht hat er damit auch aufgemacht, muss aber jetzt aufpassen, weil eigentlich die Position ist gar nicht so toll, die Reihe einnimmt. Sieht man ganz gut, der T10, wenn der jetzt ein bisschen besser gucken würde, hätte er das jetzt mitbekommen, dass da drüben einer steht. Aber der hat sich so auf den Hügel konzentriert, dass er hier dementsprechend gut die zwei Schüsse rausbekommen konnte und damit den zweiten Kill auch klar gemacht hat. Gefühlt sind auch die Schüsse zwischen den Schüssen, also die Zeit zwischen den Schüssen, ist recht lange. Also für einen Autoloader, das sind auch immer so 2,5 Sekunden. Jetzt lässt er sich hier auf den Schlagabtausch mit dem IS ein. Auch spannend, aber ging gut für ihn aus, muss man sagen. IS hat auch da den einen Treffer, den er gelandet hat, mit HE gemacht. Also von dem her kann man das Risiko locker eingehen. So, hat es auch gleich wieder das Schlimmste geschafft und wieder die Granaten vorrätig. So, jetzt, da er schon fast nachgeladen hat, wird er wieder ein bisschen mutiger, logischerweise. Aber da hinten der EN-100, auf den will er jetzt noch gehen, um sein Team dann ein bisschen zu unterstützen. Hat er auch getroffen, leider bis bekannte Replay-Lag. So, da jetzt der 7er IS, den sollte er eigentlich, wenn er alle Schüsse durchbekommt, wegmachen können. Oder er bekommt halt einfach Support von seinem Team. So, erster in die Seite und zweiter ins Helmchen.
Und auch da ist er dann dementsprechend weg. Oh, die Adi hat jetzt da gerade zugeschlagen. Und auch der E50, den er vorher noch beschossen hat, konnte jetzt da hinten nochmal weitermachen. Jetzt holt der T54 Lightweight, sieht man unten die Arti, und der E50 wird wohl den Mutz machen. Er sucht jetzt seines Zeichens dafür wiederum die Gegner-Arti. Und auch der Black Prince ist noch nicht gespottet gewesen. Kann sein, dass der sogar AFK ist. Alles möglich. Vier Gegner sind noch da, also der theoretische Krieger ist noch drin. So, da ist der Black Prince. Ist nicht AFK. Jetzt muss er aufpassen, dass er hier nicht alle Schüsse schon direkt raushaut, weil die Arti ist ja auch noch am Start. Ja, hat jetzt gerade den CDC gefinisht. So. Und jetzt kommt er hier gut drauf. Damit macht er den weg. Hat jetzt auch noch zwei Schüsse für die Arti. Sehr wichtig an der Stelle. Und hier der CDC sagt, man soll doch die Scheiß-Arti vergewaltigen. Das wird er jetzt wahrscheinlich tun. Ob er sie vergewaltigt, wage ich mal zu bezweifeln, aber zerstören will er sie bestimmt. Schuss Nummer 1. Und Nummer 2. Und der war ganz knapp, dass der nicht daneben gegangen ist. Alter Verwalter. Da bedankt sich jetzt der CDC auch, dass die Arti zerstört worden ist. So. Und jetzt ist der IS da alleine gegen den E50 und den T54. Jetzt muss er da ganz schnell hin. Ist auch schon im Reload, dass er da gleich mit Vollmagazin ankommt. Und jetzt ist er leider alleine gegen die beiden. Der 8er gegen den 9er und den 8er Light. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Man hat ja gesehen, die Hitpoints derer. Wobei das wirklich so meines Erachtens der Autoloader ist, der vielleicht nicht unbedingt unter den Top 3 der besten Autoloader ist. Also ich habe da andere Panzer, vor denen ich mehr Angst habe als vor so einem 50-100, wenn er mir gegenübersteht. Gebe ich ganz ehrlich zu. Er schreibt, dass der LT ein One-Shot ist, und das ist aber nicht. Der hat noch 393. Das heißt, er braucht zwei Schüsse für den. Jetzt kommt er da. Erster Schuss. Zweiter Schuss. Und jetzt, komm, mach ihn raus, mach ihn raus, mach ihn raus. Ja! Sehr gut gemacht. Da hat er sie ein bisschen überrumpelt, von hinten gekommen und konnte die dann beide sehr schön wegmachen, und das wurde dann mit einer fast 7000 Damage Runde belohnt. Also hier in dem Fall sehr viel richtig gemacht. Ich würde sagen, Chapeau, gute Runde, und AMX, vive la France. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.